Herzlich willkommen. Я еще раз, я так странно что-то сделал с ртом. Да. Готово? Да. Herzlich willkommen zu unserer Serie Russland in Bewegung. Wir sind Viktor und Olga aus Moskau. Und zeigen euch in unseren Reportagen spannende Menschen, welche etwas in Gang setzen. Im Sommer besuchten wir Sergej, den Biobauern im Skulpturenpark Nikola Leniwiec, wo Kunst auf Landschaft trifft. Gemeinsam mit seiner Frau Anne verließ Sergej Moskau, um in dieser speziellen Umgebung Gemüse anzubauen. Er macht uns mit seinen Ideen zum Landleben vertraut. Nicht mehr und nicht weniger. Я не занимаюсь бизнесом. Я не люблю слово бизнес, я люблю слово дело. Ich mache keinen Business. Dieses Wort gefällt mir nicht. Ich schaffe etwas. Ich versuche eigentlich bloß die russische Erde wiederzubeleben. Mehr nicht. Das Land rundherum war mit Birken überwachsen. Ich habe alles weggeräumt und die Erde zurückgewonnen, um Gemüse anzupflanzen. Nächstes Jahr werden hier Schäfchen weiden. Nicht mehr und nicht weniger. So ist das. Не больше, не меньше. Вот так. Я всю жизнь был у своей бабушки, которая выращивала овощи. Ну, конечно, у меня образования нет. Ich habe mein halbes Leben meiner Oma zugesehen, wie sie den Dacha-Garten bebaut hat. Aber ich habe keine landwirtschaftliche Ausbildung. Dafür haben wir Agronomen in unserem Team. Wir bauen zum Beispiel Erdnüsschen an. Das macht sonst keiner in Russland. Mir gefällt es einfach, hier zu leben. Nicht mehr und nicht weniger. Es ist einfach meins. Das alles ist meins. Den Kindern gefällt es auch hier. Es ist also eigentlich eher unseres. Einen Flecken Land besitzen und darauf tun, was man will. Die Nachfrage nach gutem Essen ist in den letzten Jahren gestiegen und der Bedarf an einheimischen Nahrungsmitteln wächst. Früher kaufte man lieber billigere Lebensmittel aus Spanien und so. Jetzt kauft man russische, das hilft uns natürlich. Wir verkaufen unser Gemüse vor allem an Moskauer Restaurants, schon eher teure, welche auf Qualität achten. Wir halten uns an die Moskauer Marktpreise. Wenn dort das Kilo Kartoffeln 40 Rubel kostet, verkaufen wir es auch für 40. Unser Projekt ist auf keinen Fall kommerziell. Dies ist keine Geschichte vom Geldverdienen. Uns geht es darum, einen tollen Ort zu schaffen. Darum, dass Leute herkommen, mit denen wir eine gute Zeit haben. So, dass dadurch auch neue Projekte entstehen. Das ist toll. Wir werden vom Staat unterstützt oder, wie soll ich sagen,
Wir bekämen Investitionsunterstützung, aber wir wollen eigentlich gar nicht wachsen. Denn erstens wachsen auch die Verpflichtungen und zweitens leidet wahrscheinlich unsere Grundidee irgendwann, wenn wir expandieren. Je mehr wir schaffen, desto mehr entfernen wir uns von dem, was wir tun, verstehen Sie? Das Essen schmeckt, oder? Und das reicht. Wenn wir weitergehen, schmeckt irgendwann das Essen nicht mehr. Für die nächsten Jahre planen wir, ein Restaurant zu bauen. Momentan haben wir ein Sommercafé. In Zukunft möchten wir unsere Gäste das ganze Jahr in einem sogenannten Local Food Restaurant verköstigen. Das Gemüse wird hier angebaut, geerntet und angeboten. Ganz einfach, ohne Firlefanz.